Oh, so geil. Hallo, hier ist der Treiber, mal wieder unterwegs. Der Rode ist vor mir. Wir fahren Richtung, jetzt habe ich schon vergessen, Münster. Wollen wir da mal einen Biker-Treff anfahren, meine andere Gegend, das ist ungefähr von mir 150 Kilometer, gehe ich mal von außen ungefähr entfernt, und eine kleine Tour machen. Münster steht da 34 Kilometer, je nach Nordkirchen oder so wollen wir, ich weiß es nicht, der Rüdiger weiß es. Bisschen nachher sehen. Heute mal ein größeres Türchen. Eine andere Gegend sehen. Ist zwar nicht ganz so warm, 12 Grad. Aber ab morgen soll, glaube ich, wieder, oder jetzt am Wochenende, wird das wieder richtig schön. Treffen wir uns auch wieder am Samstag beim Esel. Esel 12 Uhr in Bechen. Dann drehen wir Tourenfahrer NRW eine kleine Runde. Mal gucken, wer so kommt. Der Ralf ist auf jeden Fall mit dabei mit seiner KTM. Und der Stromi kommt auch. Wie es aussieht, der Rudi weiß noch nicht, ob er Zeit hat. Und jetzt sehen wir ja alles am Samstag. So, da haben sie den Artikel 13 doch durchgeboxt mit dem Upload-Filter. Da bin ich mal gespannt, wie das demnächst weiterläuft. Das haben wir, glaube ich, alle noch 2 Jahre Zeit. Kann natürlich auch eher kommen. Da bin ich mal gespannt, ob wir kleinen YouTuber dann noch Videos hochgeladen können wegen Urheberrecht. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie das weiterläuft. Ich mache auf jeden Fall erstmal so weiter. Ändern kann man ja sowieso jetzt nichts mehr dran, vielleicht doch. Mal schauen, wie es weiterläuft. Auch da wieder, wieder freilaufende Hühner. Ist ja auch praktisch, da kann ich immer wandern. Eine mobile Hühnerstation. Wie heißt das hier? Südkirchen. Korsfeld, zu Korsfeld gehört das. Gemeinde Korsfeld. Ist ja gar nicht Holland. Muss ja auch bald Holland hier in der Nähe sein. Glaube ich auf jeden Fall. Nordkirchen. 5 Kilometer. Rudi meint, das wäre nicht mehr weit. Ach, der sieht aber niedlich aus, der Hund. Ein Wollknäuel. Es ist immer interessant, so Gegenden zu fahren, wo man noch nie gewesen ist. Aber das gibt echt schöne Ecken in Deutschland. Braucht man gar nicht so ganz weit weg zu fahren. Und ja, viele neue Häuser stehen hier. Ein Neubaugebiet.
nur neue Häuser hier. Fällt mir ein, geht um Vloggen. Am Anfang hatte ich ja ganz schön Probleme mit zu erzählen und den Verkehr dabei noch zu sehen. Zum Beispiel jetzt hier mit dem Blinker. Hierher. Bitte? Ja, hast du ein Schild gesehen? Nee. Jetzt habe ich genau. Der Moped war versucht das mal, einfach zum Erzählen, um dabei zu fahren. Wir sind ja eigentlich auch Alleinunterhalter, außer wenn man Intercom hat. Also ich fand das am Anfang gar nicht so einfach. Aber man kann ja nicht nur immer erzählen, den Verkehr nicht zu beobachten. Das ist echt Gewöhnungssache. Kommt auch schon mal vor, kommt oft vor, dass ich Kamera einfach an habe und nichts erzähle. Dann denke ich immer, ach, da hat sie die Kamera an. Und passiert dann auch schon mal. Dann genieße ich einfach dann die Strecke. Ist ja auch nicht schlimm. Ein Kreuz, ein Denkmal. Sieht echt fast aus wie hier wie Ostfriesland oder Holland. Rechts vor links. Ich mag so rote Backsteinhäuser. Holz da, jede Menge. Ich weiß nicht, wo wir sind. Entschuldigung. So 12 Grad, das geht so gerade eben am Moment. Ist noch auszuhalten bei längeren Strecken. Jetzt sind wir hier vorne am Land. Ich habe sie so alte Scheunen, die man auch immer seltener. Vorne waren die an jeder Ecke. Mal als Kind in der alten Scheune gewesen, hat immer Spaß gemacht, im Heu gespielt. Echt kleine Sträßchen hier. Frische Eier gibt hier. Jakobsbrunnen. Gefahren bis jetzt 130 Kilometer. Ach, da ist der Biker-Treff. Biker-Treff steht ja da. Nordkirchen, Kirchen. So, jetzt sind wir am Silbersee. Bei Haltern oder wo ist das? Ja. Das ist ja gar nicht Silber. Da denke ich immer an Winnetou. Winnetou, Winnie One.
Da stand da vorhin Silbersee 2, aber da auch ein Silbersee 1 gibt? Nee, wa? Ich will mal gucken, wie kalt es ist. Oh, so kalt. Es geht eigentlich. So, da wollen wir am Silbersee noch. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Leider, so ein Tag geht immer viel zu schnell vorbei. So nach vorne eine Tanke fahren. Ein bisschen Benzin schlabbern. Das war die Tour nach Nordkirchen, Silbersee. Dann sage ich mal, bis dann. Euer Driver. Ciao, ciao.